Sie hat euch geholt. So, merci, Frau Kollegin. Herr Staatsanwalt, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ross. Bitte schön. Danke. Was ist los? Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Oberst. Natürlich, jederzeit. Worum geht's? Sonja Herz. Sagt Ihnen der Name was? Herz, ja, das ist die Journalistin, die sich umgebracht hat. Erschossen, glaube ich, im Wald oder was? Ja, genau die. Dass es kein Selbstmord war. Laut Untersuchung schon. Aber die wurde nach 3 Tagen zu den Akten gelegt. Die haben nicht mal die Hälfte vom Beweismaterial gesichtet. Lassen Sie mich raten. Sie haben sie gekannt. Studienkollegin. Herr Oberst, Sonja war nicht suizidal. Das heißt, Sie vermuten, dass da ein Mord vertuscht wird? Ja. Und ich glaube auch zu wissen, von wem. Michaela Löwe, ja? Die Erbin und Geschäftsführerin vom Löwe-Imperium. Die haben in den 70ern mit der Herstellung von Landwirtschaftsgeräten angefangen. Inzwischen sind sie einer der größten Zulieferer im internationalen Markt. Sie hat die Kontakte, um eine Vertuschung zu ermöglichen. Und das Geld. Und warum sollte sie das tun? Sonja hat mir erzählt, dass sie an einer Geschichte dran ist. Sie hat über die Löwe recherchiert, etwas, ich weiß nicht, sie wollte nicht mehr erzählen. Und Sie glauben, dass das das Todesurteil für die Frau Herz war? Aber Sie haben keine Beweise. Gut, lassen Sie mich zusammenfassen. Sie möchten, dass mein Team und ich ohne offiziellen Auftrag ermitteln, dass wir uns ohne Rückendeckung mit einem der einflussreichsten Konzerne Österreichs anlegen, dass wir unsere Karrieren aufs Spiel setzen und das alles, weil Sie einen Verdacht haben. Ja. Ich würde natürlich verstehen, wenn Sie... Nein. Wenn Sie sich einmal wünschen, dass wir die Regeln brechen, dann soll uns das eine Ehre sein. Da ist es. Aha. Fort Knox ist es nicht gerade. Kein Sicherheitsschloss. Ich wusste gar nicht, dass die Löwe auch in der Politik mitmischen will. Recht, liest du keine Zeitungen? Nicht die Seite mit der Innenpolitik in Österreich, das ist mir zu gruselig. Naja, die heutige Jugend und ihre Politikverdrossenheit. Dann wollen wir mal. Alles sauber und ordentlich. Ja, das schaut nicht aus, als wäre das durchwühlt worden. Immerhin. Das nenne ich Optimismus. Alles fein säuberlich archiviert. Jeden Artikel, jedes Interview, jede Notiz, alles. Also da ist nichts über die Löwe. Allerdings fein. Die Aktenbände über die letzten 3 Monate. Das heißt, was immer die recherchiert hat, das ist weg. Laptop ist nicht da. Die Kameras hier in die Speicherkarten. Ein Handy habe ich auch nicht gefunden, obwohl laut Akte die Tote keins bei sich hatte. Ist klar, ne? Jo, war doch schon jemand da. Wohlfahrt her. Grüß dich. Hallo. Also, was gibt's? Ja, lassen Sie mal so sagen. Wenn die Herz sich wirklich selbst entsorgt hat, dann hat sie das auch mit ihrer Arbeit der letzten 3 Monate gemacht. Hast du die Leiche untersuchen können, Franziska? Nein, das nicht. Aber jetzt hält sich fest. Sie ist schon kremiert worden. Und zwar gleich am nächsten Tag. Bitte, seit wann geht das so schnell? Das geht dann so schnell, wenn sich das irgendjemand in den oberen Etagen wünscht. Aber ich habe den Obduktionsbericht bekommen. Da sind einige Ungereimtheiten. Mein Schluss? Selbstmord war das keiner. Weil warum?
Es gibt zum Beispiel Fotos von Hautfetzen und Blut unter ihren Fingernägeln, so als ob sie sich verteidigt hätte und den Angreifer gekratzt hätte. Davon ist aber nichts in dem Bericht drin. Und sie hat sich so gewehrt, dass ich tippe, es waren mindestens zwei Täter. Deswegen habe ich das hier aus deren Asservatenkammer ausgeborgt, damit nicht wieder was verschwindet. Ausgeborgt heißt was? Gestohlen. Geklaut, gefladert, unrechtmäßig entnommen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Das Wichtige aber ist die Tatsache, dass sie ihre Zähne im Hals hatte. Sie hat bitte was? Ihre Zähne im Hals. Ich meine, angeblich hat sie sich selbst erschossen. Hm? Ja. Aber wenn ich jemanden die Waffe ins Gesicht halte, was tut man dann definitiv nicht? Man macht nicht den Mund auf. Eben. Und wenn das passiert und der Täter durch die geschlossenen Zähne hindurchschießt, dann hat man ein oder zwei davon im Hals. Kurzum, der Seiler hat vollkommen recht, wir müssen uns die Sache näher anschauen. Nicht zu fassen. Aber wie? Frau Löwe ist offensichtlich ziemlich gut vernetzt. Wie kommen wir an sie ran, ohne dass sie es bemerkt? Kennt jemand von euch die Sicherheitsfirma Don Secure? Macht nichts, ich schon. Der Chef war früher einer von uns. Wer sind Sie? Prada, Franz Josef, Frau Löwe. Jede Woche neue Leute. Können wir das nicht anders handhaben? Ich rede mit der Security-Firma. Tut mir leid, Frau Löwe, aber die Rotation bei denen schon ist... Gut. Fahren wir. Sie halten sich im Hintergrund. Bei der Veranstaltung reden Sie weder mit dem Personal noch mit den Gästen. Die Chefin sprechen Sie nur an, wenn Sie gefragt werden. Alle Ansagen kommen von mir, ist das klar? Und jetzt ab. Jawohl, Novak ist drin. Wie haben Sie das gemacht? Bitte, so ein Imperium infiltrieren wir noch vor dem Frühstück. So, gleich zur nächsten Großtat, bitte. Wir versuchen immer noch herauszufinden, woran die Herz dran gewesen ist. Aber alles Brauchbare wurde aus der Wohnung ausgeräumt, der Computer gehackt, das Auto geknackt, eben alles, wo irgendwelche Spuren sein könnten. Dr. Sala, gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwelche Dinge, die uns weiterhelfen können? Hat Frau Herz über Verbindungen gesprochen, über Telefonate, die sie geführt hat? Sie war immer sehr diskret und ich habe leider nicht insistiert. Ich konnte nicht wissen, dass es unser letztes Treffen sein würde. Sie halten mich auf dem Laufenden? Natürlich. Danke. Ich hab die Fingerabdrücke aus der Wohnung der Journalistin. Und? Naja, die meisten sind natürlich von ihr selbst. Einige konnte ich nicht zuordnen. Aber einen gibt's, dieser Volltreffer. Den haben wir in der Kartei. Ich habe ihn dir am Computer gelegt. Na, geh. Bitte. Was, wer ist? Rudolf Radinger, genannt Rudi Ratte. Einbruch, Diebstahl, Drogenhandel, so ein richtiger Kleinganove heute. Und warum die komplette Abwesenheit von Enthusiasmus? Herr Radinger ist, um es mal so auszudrücken, ein sehr dezenter Bewunderer von Frau Lanz Ermittlungskünsten. Wir haben sowohl sauberes Trinkwasser, als auch ausreichend Nahrung, als auch ein Dach über dem Kopf. Aber wir sind damit ein ganz kleiner Teil auf diesem Planeten und das sollten wir nie vergessen. Und solange es auch nur ein Kind gibt, das morgens aufwacht und nicht weiß, ob es den Abend noch erleben wird, sind wir in der Verantwortung, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um daran etwas zu ändern. Jeder hier in diesem Raum hat die richtigen Telefonnummern, um sich im Bedarfsfall sogar aus einem Strafmandat herauszuwinden. Also sagen Sie mir nicht, dass wir diese Telefonnummern nicht auch für andere Zwecke einsetzen können. Nutzen Sie sie und spenden sie.
Ich habe zwei Bitten an Sie. Amüsieren Sie sich und spenden Sie. Bitte. Vielen Dank. Bravo. Hallo, hallo. Alles okay? Smoking war eh nicht teuer. Schaut es um den Käst da unten. Aber der Roquefort ist sowieso sehr trocken. Der Formdambeer ist wesentlich besser. Sie kennen sich aber aus. Das ist meine große Leidenschaft, die gehobene französische Küche. Sie sind der Vater von der Frau Löwe, ne? Ja. Ich will Ihnen nicht so nahe treten, Herr Löwe, aber ich finde das sehr, sehr großartig, was Ihre Tochter macht. Naja, sie macht das gut. Ich bin auch sehr stolz auf Sie. Verstanden. Guten Tag. Sie sind ja neuer, oder? Mhm. Prada, Franz Josef. Auf das habe ich mich am meisten gefreut, wie ich der Michi die Firma übergeben habe, dass ich mich nicht mehr mit diesen parfümierten Haifischen abgeben muss. Ja, was soll ich jetzt nehmen? Den Fond d'Anvers. Freund Spector, ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen. Was haben Sie in der Wohnung von Sonja Herz gemacht? Die Journalistin? Ich habe mit ihr einen Kaffee getrunken. Ja, genau. Wahrscheinlich nachdem Sie in die Wohnung eingebrochen sind und alles mitgenommen haben, was nicht nied- und nagelfest war. Moment, Sie glauben mir nicht? Ich würde Sie nie anlügen, Freund Spector. Eine so schöne Frau. Karl, gibst du mir ein Alibi, wenn ich in meine reinhau? So, Schluss jetzt, Rudi. Ich habe keine Zeit für diesen Kindergartenscheiß, okay? Also, wir haben deine Fingerabdrücke. Wir wissen, dass du in der Wohnung von Sonja Herz warst. Und Sonja Herz ist jetzt tot. Ist das in deinem kleinen Hirn angekommen? Jetzt? Tot? Ja, natürlich. Davon haben Sie nichts gewusst. Nein. Nein, wirklich nicht, ohne Schmäh. Ich hab's nicht gewusst. Dann bist du wahrscheinlich nur rein zufällig zu genau der gleichen Zeit dort eingebrochen, als Sonja Herz umgebracht worden ist. In jedem Fall doof für dich. Ich bin da nicht eingebrochen. Ich hab nur einen Kaffee getrunken. Lügen Sie jemanden anderen an? Ich lüge nicht. Der hat mich angerufen, weil sie sich mit mir unterhalten wollte. Gut. Worüber wollt sie denn mit Ihnen reden? Über einen Job, den ich vor Jahren mal gemacht hab. Wer da alles dabei war und so. In einem Lagerhaus. Ich habe Kisten geschleppt. Das war ein Gelegenheitsjob. Ob ich angemeldet war, weiß ich allerdings nicht. Was war in den Kisten? Das wollte Herz auch wissen. Aber wir haben doch da nie reingeschaut. Wir haben die doch nur verladen. Wobei, das war eh komisch. Normalerweise war es denen ja wurscht, aber manchmal haben die echt aufgepasst, dass wir da nicht reinschauen. Das wollten die gar nicht. Ja, wie ich das der Herz erzählt habe, da war die plötzlich total interessiert. Wer genau waren die? Wem hat dieses Lagerhaus gehört? In so einer reichen Familie oder so. Herr Löwe. Eine Partie. Ich verlange nicht viel von Ihnen. Eine Partie. Es tut mir leid. Frau Löwe. Ich werde Ihnen nicht helfen können. Aber bitte tun Sie nicht so. Wir haben beide was davon. Nein. Herr von Barsini, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nie wieder auf so etwas ansprechen würden. Wissen Sie, auf was ich mich freue? Wenn Sie und Ihre ganze Mischbuche endlich wieder in dieses Loch zurückkriegt, wo ihr hergekommen seid. Sie glauben, man sieht Ihnen das nicht an. Die Putzfrauen und die Besenbinder im Stammbaum. Man sieht und wissen tut man es auch.
Vater lässt fragen, wie lange sie noch bleiben wollen. Eine Viertelstunde. Sagen Sie dem Kollegen auch gleich Bescheid, ja? Folgendes. Wir haben herausgefunden, in welchem Lagerhaus mein lieber Freund Rudi Radinger gearbeitet hat. Hm? Und tatsächlich hat es der Familie Löwe gehört. Die haben dort landwirtschaftliche Geräte gelagert, bis vor ein paar Jahren, bis sie in alle Welt verschifft worden sind. Was hast hat gehört? Vor 3 Jahren ist es abgebrannt, bis auf die Grundmauern. Mitten in der Nacht. Deswegen gab es auch nur 2 Tote, einen Nachtwächter und eine Putzfrau. Irgendwelche Hinweise auf Brandstiftung? Naja, die üblichen Gerüchte halt. Hm? Wir haben versucht, Einsicht in die Gutachten zu bekommen, aber ja, Wunder, lass uns mir raten, die Gutachten sind verschwunden. Und zwar spurlos. Jetzt wäre es interessant zu erfahren, was in dem Lagerhaus drin war, weil eins traue ich mir wetten. Rasenmäher waren das nicht. Was wird da vertuscht? Also sprich, was kann die Journalistin in dem Lagerhaus gefunden haben? Ja, Pinberger. Was, ein Anschlag? Angreifer tot, verstehe? Was heißt der Bodyguard da? Welcher? Welcher von den beiden Bodyguards? Sag einmal, was heißt denn? Geh ran, Alter, geh ran! Okay. Deppert, ich bin immer nur undercover. Dann hast du jemand gemeinsam Sicht. Herr Prada. Rybarski, das ist meine Kollegin Lanz. Saale hat ein paar Strippen gezogen. Wir sind jetzt offiziell mit der Aufklärung des Attentats betraut. Also tu so, als wenn du uns nicht kennen würdest und wir dir ein paar intelligente Fragen stellen, klar? Wie geht's dir? Ja, passt schon. Tut mir leid, es war ja natürlich nicht mit Absicht, dass... Helmut, das hättest du sein können, da unten am Boden. Hast du keine Weste an? Dass Sie nicht nur Freunde haben, kann man sich denken. Aber wer würde so weit gehen, Frau Löwe? Keine Ahnung. Danke. Es gibt genug Wahnsinnige. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man etwas gegen mich hat oder ob man auf mich schießt. Was ist das? Das da hat der Attentäter bei sich gehabt. Das und eine nicht so geringe Summe Geld. Irgendjemand hat ihn auf sie angesetzt. Ja, dann finden Sie ihn. Ich kenne niemanden, der so etwas tun würde. Ja, Herr Hager, nur raus damit. Sind Sie anderer Meinung? Nein. Nun ja... Herr Hager, Sie waren bewaffnet. Haben Sie mit irgendwas gerechnet oder ist das jetzt so üblich als Privatsekretär? Es hat seine Gründe. Die würde ich gerne kennen, Frau Löwe. Sagen Sie mal. Darf ich? Es hat in den letzten Wochen Drohbriefe gegen Frau Löwe gegeben. Drohbriefe? Ja. Und da dachte ich mir, ich bin lieber vorbereitet. Wieso erfahre ich das erst jetzt? Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Na, das ist Ihnen wunderbar gelungen. So entspannt, wie sie jetzt ist. Und den Attentäter haben wir schon identifiziert? Ja, den haben wir sogar im System gehabt. Ein gewisser Roman Polsek, deutscher Staatsbürger. Ein Beefcake. Erstklassiger Schläger, aber eher mittelmäßiger Auftragskiller. Hm. Wirklich gut war er nicht. Gott sei Dank. Das kann man laut sagen. Du bist okay. Schau mir an.
Also, diese Löwe, ist die Täterin oder Opfer oder beides zugleich? Er hat recht. Gehen wir davon aus, dass sie zuerst die Herz hat umbringen lassen und dann hat jemand dasselbe mit ihr versucht? Oh, also Herr Dr. Seiler, das wäre aber schon ein sehr, sehr absurder Zufall, oder? Na, die Alternative ist, dass jemand Sonja und Frau Löwe tot sehen will. Ja, freilich. Und hat schon irgendjemand Vorschläge, wer das sein könnte? Leider nicht. Eben. Ich glaube, ich habe was. Sekunde, schau mal, der Typ, ja? Der hat sich ziemlich gestritten mit ihr bei der Veranstaltung. Er hat einen Mörderblick auf sie gehabt. Sagt man nichts. Nix? Ja. Bitte. Lorenz von Barzini ist im Vorstand von Molch und Berg. Waffenlobbyist. No, schau, Waffen wird doch immer gern genommen. Sollen Sie Penny und Karl drum kümmern? Was war das für eine Scheiße? Das war arschknapp. Wie war's, was ist los? Sind Sie unten schon fertig? Nein. Du stehst ungesichert im Kugelhagel. Die ganze Aktion war schlecht durchdacht und schlecht vorbereitet. Komm, Karl, ich hab schon gewusst, was ich mache. Ja. Außerdem, hey, es ist unser Job. Wenn es mal ein bisschen gefährlich ist, na, es ändert auch nichts. Gut, das ist tatsächlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich würde verstehen, wenn Sie abbrechen wollen. Ja, einerseits. Also, schau, auch wenn das zynisch klingt, ja, das Ganze hat was Gutes. Ah, die Löwe vertraut mir jetzt hundertprozentig. Also, ich spiele weiter ihren Bodyguard. Ja, sie hat ihn ja offensichtlich nötig. Du bist da ganz sicher? Na, sicher bin ich mir nur, dass er ein bisschen Schlaf gebrauchen könnte. Also, Otto. Ja, aber ab jetzt pass auf dich auf, ich bitte dich. Ja, Mama. Also, das hier ist ganz einfach eine Frechheit. Wissen Sie eigentlich... Wer Sie sind? Aber ja. Der Typ, der uns jetzt gleich seinen Anwalt auf den Hals hetzen wird, der ganz viele wichtige Freunde an wichtigen Stellen hat und wir werden noch froh sein, wenn wir den Verkehr regeln dürfen und, was war's noch? Ah ja, das Ganze wird ein Nachspiel haben. Dass diese Typen immer glauben, sie sind die Ersten mit diesen kreativen Drogen. Großartig. Herr Barzini, ich würde vorschlagen, wir überspringen diesen ganzen Teil und kommen gleich zu der Stelle, wo Sie uns alles erzählen. Ich habe nichts zu sagen. Ach, bitte. Worüber haben Sie gestern mit Michaela Löwe gestritten? Über gar nichts. Ich habe lediglich versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Worüber haben Sie gestern mit Michaela Löwe gestritten? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Das ist mein Job. Ja, natürlich, aber trotzdem. Danke. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Das war für mich das erste Mal, dass ich so... Sie haben noch nie jemanden sterben sehen. Sie schon? Ja. Leicht wird. Na, leichter wird es nie. Verstehe. Obwohl es hat natürlich schon was Gutes auch. Also glaube ich zumindest. Wie das? Wenn es einem irgendwann leicht fällt. Wenn man irgendwann keine Probleme mehr damit hat, dass jemand stirbt. Wird es Zeit, den Job zu wechseln? Eventuell. Ja, die Löwe ist immer so seriös. Nach außen ist sie so dermaßen heilig, dass einem fast schlecht werden könnte. Was glauben Sie, was die allein jedes Jahr spendet? Was ist denn so schlecht am Spenden? Scheinheilig ist es. Heute zahlt sie Brot für die armen Neger und morgen drückt sie ihnen eine Waffe in die Hand. Er ist klassisch, wie? Man sagt nicht mehr Brot. Verzeihung.
Können Sie uns das ein bisschen erläutern? Naja, Sie haben wissen wollen, warum ich mit ihr gestritten habe. Es ging um eine Lieferung. Lieferung? Schauen Sie, eine ganze Ladung unserer Qualitätsprodukte. Sagen wir doch einfach, wie es ist. Waffen. Qualitätsprodukte. Hängt in irgendeinem versifften Hafen in Nordafrika fest, weil die NATO und die EU ein bisschen konservativ ist, was den Export anlangt. Ja, das ist lästig. Keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Wenn Sie es so simpel ausdrücken wollen, ja. Simpel ist genau mein Ding, Herr Bazzini. Was hatte Frau Löwe damit zu tun? Sie hätte mir dabei helfen sollen. Sie wollten, dass Michaela Löwe eine Waffenlieferung in ein afrikanisches Kriegsgebiet liefert. Mein Gott, jetzt hat sie's. Ja, ich habe erfahren, dass die Firma Löwe mit solchen Problemen umgehen kann. Erfahren von wem? Ich habe meine Quellen. Keiner weiß, wie sie es macht. Aber sie kriegt die Dinge dahin, wo sie hingehört. Ja, so ist die Löwe. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Franz Josef? Komm mal drauf. Wen rufst du an, Gott den Gerechten? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich diesem selbstgefälligen Arschloch sein dämliches Grinsen lasse. Hallo Bernd, hier ist Rybarski. Du, ich habe einen schönen Tipp für eine illegale Waffenlieferung. So, und jetzt trinken Sie eine mit uns. Ich habe gerade versucht, mich mit dem Mager zu besaufen, aber der ist immer so spaßbefreit. Na? Eine Spaßbremse, wie man in Deutschland sagt. Ne? Das ist ja wurscht. Würde ich natürlich schon gerne, aber mit dem Dienst. Herr Fox, ohne Sie hätte der hinnige Piefke meine Michi halt erwischt. Außerdem steht Ihre Ablösung eh schon unten. Aber da schauen Sie her. Ein 18-jähriger Spaceside-Single-Mord. Was sagen Sie? Herr Löwe, wenn der Kollege nicht möchte. Wenn ich will, hat schon gehabt, wa? Obwohl ich finde, das ist schon eine gute Idee, weil eine Tochterrettung, das kommt auch nicht alle Tag vor, ne? Herr Kommens, Hager, entspannt ungemein. Na ja, Slangeva. Prost. Boah. Jederzeit wieder, sehr gerne. Wie geht's so euch? Macht ihr wieder eine Moped-Tour dieses Jahr? Schleimiger, impotenter. No. Du, die Zeit würde ich gerne haben. Na, wenn's wahr ist. Mich freut's, wenn's dem reinregnet. Also, mach's gut, mein Lieber. Und grüß mir den Hafen, ja? Ciao. Also. Illegaler Waffenhandel. Die landwirtschaftlichen Maschinen sind die perfekte Tarnung. Familie Löwe packt das Ganze in Kisten, schreibt Traktor oder Rasenmäher drauf und ab die Post. Und als es brenzlig wird, fackeln sie die ganze Halle ab, damit keine Spuren mehr übrig bleiben. Das Ganze ist dann Brandstiftung mit Todesfolge. Ja. Aber zumindest wissen wir jetzt einmal, warum sie die Sonja Herz haben loswerden müssen. Nur wer hat was gegen die Michaela Löwe? Es gibt keinen offensichtlichen Zusammenhang, aber irgendwas muss es da ja geben. Ja, da haben wir was. Novak, servus. Und da hätte ich eigentlich schon einmal gesagt, dass du eine wahnsinnig gesamte Stimme hast. Was? Na, ich finde, das muss auch mal gesagt werden, dass du eine wahnsinnig gesamtige, melodiöse und sehr, sehr weiche Stimme hast. Novak, bist du auch gesoffen? Und ein bisschen deppert auch, oder? Jo, na, bin nicht deppert. Es ist nur nicht anders gegangen, Otto. Dafür habe ich die jetzt ordentlich ausgehört, das kann ich dir sagen. Ich weiß jetzt alles. Ah, ich verstehe, du hast mit dem Alten saufen müssen, mit dem Vater. Mhm, und eins kann ich dir sagen.
Der vertragt einiges. Hallo, der Saft wie ein russisches Loch. Jo, und was ist jetzt? Also, pass auf. Der Sekretär, ja? Der Hager, ja? Der hat so einen Stock im Arsch, sogar wenn der angesoffen ist. Ja? Und deshalb war ja bei mir auch der Alkohol im Dienst nötig, verstehst du? Und es ist nicht, weil ich irgendwie undiszipliniert bin. Helmut, Punkt. Ja, Punkt. Der Hager hat eine Brandnarbe am Unterarm. Ja, so eine richtig böse Narbe. Und ich hab gesagt, Hager, woher haben Sie diese Narbe? Und er hat mir einen irrsinnigen Blödsinn erzählt, weil er hat gesagt, das ist ein Unfall aus der Kindheit. Und das ist aber ein Blödsinn, Otto, weil warum? Das wird ja komplett anders ausschauen. Okay, gut. Wir werden der Sache nachgehen und du tust mir einen Gefallen, du legst dich jetzt nieder und schlafst dich aus, bitte, ja? Okay. Schlaf dich aus. Wer ausschlafen will, muss jetzt mal einschlafen. Ich wüsste gerne, warum ich hier bin. Wir wollen einfach nur ein bisschen mit Ihnen plaudern. Erzählen Sie uns doch irgendeinen schönen Schwank aus Ihrem Leben. Was stellen Sie sich da vor? Zum Beispiel diese Narbe. Wo haben Sie die her? Was hat das mit irgendetwas zu tun? Ach, wir sind einfach nur neugierig. Als Kind wollte ich meiner Mutter beim Kochen helfen. Und als ich nach der Pfanne mit dem heißen Öl gegriffen habe, ist diese runtergefallen und hat mich am Arm erwischt. Hm? Tragische Geschichte, findest du nicht? Ja, sehr tragisch. Und sehr verblüffend. Darf ich bitten, Herr Hager? Nehmen Sie Platz. Da. Wir haben hier nämlich eine Krankenakte, die besagt, dass Sie am 7. Mai vor 3 Jahren in Hitzing mit einer schweren Brandverletzung in die Notfallklinik angewiesen worden sind. Während zur selben Zeit am anderen Ende der Stadt eine Ihrer Lagerhallen abgebrannt ist. Zufälle gibt's. Wenn Sie mir ein Verbrechen vorwerfen wollen, dann möchte ich jetzt mit einem Anwalt sprechen. Ja, aber wir werfen Ihnen nicht ein Verbrechen vor. Wir haben da ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das dachte ich mir. Diese Frau kennen Sie vermutlich auch nicht. Nein. Diese Dame ist mir komplett unbekannt. Und genau deshalb haben Sie Ihre Adresse in Ihrem GPS eingespeichert. Was? Ich... Sie haben die Daten gelöscht, sicher. Aber auch dann verfügt der Anbieter immer noch über die Satellitendaten. Und die kriegen wir von der Polizei sehr schnell. Ich möchte mit einem Anwalt reden. Kann ich mir denken. Für uns stellt sich die Frage, ob Sie Frau Herz aus Eigeninteresse umgebracht haben oder im Auftrag Ihrer Chefin, Michaela Löwe. Einen Anwalt. Jetzt. Ja, Sie bekommen einen Anwalt. Jetzt. Entschuldigung, können Sie kurz kommen? Es wäre ziemlich dringend. Franz, ja, soll das jetzt? Wir haben den Mörder von Sonja Herz. Wir wissen, dass wir den Mörder haben. Ich meine, wir, die Beck und ich, haben den Mörder von Sonja Herz. Was ihr habt, weiß ich nicht. Okay, Franziska, worum geht's? Naja, ich habe mir die Leiche von dem zweiten Bodyguard angeschaut. Also dem, der bei dem Anschlag gestorben ist. Klaus Neumeier. Ja, und? Ja. Der hat Kratzer hier am Hals. Sind ein paar Tage alt, fast schon verheilt. Und das führt uns zu wem? Ich habe ihn mit der DNA-Spur vom Mord an Sonja Herz abgeglichen. Sag jetzt bitte nicht, dass der Neumeier der Mörder von der Sonja Herz ist. Naja, wir wissen ja, dass es auf jeden Fall 2 Täter waren. Theorie, der Hager will die Herz um die Ecke bringen und engagiert sich zu diesem Behuf für den Neumeier. Okay, aber der Komplize vom ersten Attentat stirbt beim zweiten? Ziemlich dicker Zufall, oder? Franziska, gibst du mir mal die Akte von dem Attentat? Danke. Wir sind so deppert. Es geht gar nicht um die Löwe. Die Zielperson ist der Neumeier. Den mussten sie beseitigen. Ist die Frau genial. Wie meinen?
Ist die Frau genial? Auf Michaela Löwe wird geschossen. Was tun wir? Wir sagen, diese Frau ist unverdächtig. Diese Frau ist ein Opfer. Denn das Opfer ist nicht verdächtig. Der Kerl da oben im Verhörraum, das ist ihr Handlanger. Die Frau hat das alles geplant und der hat's nur veranstaltet. Wir engagieren den Neumeier für den Mord an der Sonja Herz. Der Neumeier wird gierig, will mehr Geld oder bekommt kalte Füße. Auf jeden Fall wird er zur Gefahr. Und die Löwe lässt ihn beseitigen. Glaubt ihr wirklich, dass die Frau sich so einer Gefahr aussetzt? Das ist ein kalkulierbares Risiko, Helmut. Der Attentäter hat sowieso keine Chance. Ein zweitklassiger Schläger zwischen zwei ausgebildeten Bodyguards? Du hast recht. Du hast total recht. Weil sie mich völlig wurscht, wie die Sache ausgegangen wäre. Der Hager ist ja sowieso bewaffnet. Das heißt, er schießt auf den, der jetzt noch steht. Wurscht, ob das der Neumeier gewesen wäre oder der Attentäter. Bingo. Und darum schaut jetzt einmal, wie loyal der Hager wirklich ist. Hören Sie auf, uns für blöd zu verkaufen! Der Dumme sitzt sowieso am Ende, Sie! Herr Oberst, ich kann Ihnen und Ihrem Team gar nicht genug danken. Langsam, nur ist die Sache nicht durch. Ein Geständnis wäre hilfreich. Ja, ist nur eine Frage der Zeit. So wie Rybarski loslegt. Was ist mit dir los? Die Zeit? Das ist ja vollkommen richtig. Der hat es ja zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen können. Was ist denn? Ich erreiche diesen Hager nicht. Vielleicht hat er sich freigenommen. Na, das hat er nicht. Und das wird er längere Zeit nicht machen. Herr Prader! Oberstleutnant Helmut Nowak. Tut mir leid. Was ist denn los? Frau Löwe, Sie sind festgenommen. Hm? Wieso? Das ist absurd. Frau Löwe, Sie stehen im Verdacht der Anstiftung zum Mord an Klaus Neumeier. Der Anstiftung zum Mord an Frau Sonja Herz, der Anstiftung zur Brandlegung mit zweifacher Todesfolge. Das ist verrückt, was der da sagt. Weiters werden Sie als Geschäftsführerin der Löwe GmbH verdächtigt des illegalen Waffenhandels, des Gründens und Unterhaltens mafiöser Strukturen und mehr fällt mir jetzt eigentlich gar nicht ein. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Das ist ein fataler Irrtum. Michi, es geht. Das ist. Stehen Sie bitte auf. Das ist lächerlich. Hören Sie auf. Entschuldigen Sie, das muss leider sein. Sie werden sich vom Internationalen Gerichtshof wegen illegalem Waffenhandel verantworten müssen. Mit Ihrem sauber gespielten Image als Charity Lady und Menschenfreundin ist es jetzt vorbei, Frau Löwe. Das glaube ich jetzt aber nicht. Herr Gott, noch mal, hören Sie auf. Warum denn, Herr Löwe? Weil Sie eigentlich einen anderen Plan gehabt haben? Was redet der denn da, Papa? Ohne Sie hätte der hinnige Biefke mein Michi halt erwischt, haben Sie zu mir gesagt. Wissen Sie, was blöd ist an dem Satz? Wir haben die Identität des Attentäters gar nicht veröffentlicht. Das ist so ein Schwachsinn. Papa, sag doch was. Sie wollten Ihre Tochter schützen, ne? Und deshalb sind Sie über Leichen gegangen. Schluss jetzt. Nee. Meine Tochter weiß von nichts. Ich weiß. Ich hab das Ganze eingefädelt. Michi, ich hab's für dich getan. Ich hab. Herr Löwe! Geh mal. Ihr wollt jetzt mich. Die ganze Show da war für mich. Danke. Respekt. In den 80er Jahren wäre die Firma beinahe in Konkurs gegangen. Und dann ist das erste Angebot gekommen. Waffen bringen gutes Geld, sogar großartiges Geld. Genug, um damit ihr Imperium zu bauen. Ja. Aber als die Michi die Firma übernommen hat, habe ich mir gedacht, die soll damit nichts zu tun haben. Jetzt werden wir ehrlich. Also haben Sie aufgehört und alle Spuren beseitigt. Und den Hager losgeschickt, damit er die Fabrikhalle anzündet. Damit alles so schön ehrlich werden kann. Ja, ich gehört habe, dass zwei Menschen gestorben sind.
Habe ich mir gedacht, das ist der Preis. Gut. Die zwei Toten schleppe ich mein ganzes Leben lang mit mir herum. Ja, aber... Dann ist Ruhe. Aber es war keine Ruhe. Dann kam diese Journalistin, dann der Bodyguard und dann immer noch ein Toter und noch ein Toter. Ja, ich wollte nur den Michi beschützen, verstehen Sie? Wieso soll die dafür bezahlen, was ich angestellt habe? Michi ist anständig. Mich hingegen. Sie sind nur ein liebender Vater. Ja. Der vor ein paar Morden nicht zurückschreckt. Kollegen fertig sein, dann können Sie rein und mit ihm reden. Ja, war immer für mich da. Hat mir beigebracht, was Recht und Unrecht ist, Moral und Verantwortung hat er gepredigt. Ist das derselbe Mann, der da drinnen sitzt? Hat alles zerstört. Ich hoffe, er hat sie nicht zerstört. Entschuldigung. Danke für Ihren Rückruf, Herr Innenminister. Eine Sekunde bitte. Danke für alles. Herr Novak. Ja, da bin ich wieder. Nein, es geht um eine private Angelegenheit, ja. Um genau zu sein, um meinen Vater. Ja,